Du hast jetzt deine erste Trainingswoche nahezu abgeschlossen. Morgen steht dann auch das Abschlusstraining an. Wie waren die ersten Tage für dich? Wie schaust du drauf? Ja, hallo von meiner Seite auch. Natürlich ist das eine Woche, wo alles Schlag auf Schlag geht. Das sind viele Termine, viel Inhalt, sehr zeitintensiv alles. Aber ich würde insgesamt, würde ich sagen, war die Woche richtig gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben uns von Tag zu Tag gesteigert. Der Anfang war noch ein bisschen verhalten, was vielleicht auch normal ist. Aber Dienstag, Mittwoch, sehr gute Einheiten, gut gearbeitet, die Jungs. Heute auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Deswegen gehe ich mit einem guten Gefühl jetzt in die Restwoche und dann vor allem Richtung Samstag auch. Gib uns vielleicht noch ein kurzes Personalupdate, bevor wir dann in die Fragen der anwesenden Medienvertreter gehen. Ja, keine großen Veränderungen. Ich sag mal, dass das, was bekannt war, Adrian Gantenbein fällt aus, der hat eine muskuläre Geschichte, Oberschenkel, das dauert noch ein bisschen. Und dann natürlich die zwei im Zentrum mit Paul Seguin und Yannick Bachmann. Und damit starten wir. Und den Anfang macht Tone Leto hier vorne für den Kicker. Ja, hallo. Jakob, vielleicht kannst du uns noch mal rückblickend kurz mitnehmen. Wie war das für dich, als hier der Trainer gewechselt oder entlassen wurde, der Karl Geratz? Wann kam der Verein auf dich zu? Wie lange brauchtest du, um zu überlegen, ob du diese Geschichte jetzt für zwei Spiele übernimmst? War das eine schnelle Entscheidung von dir? Wie ist das gelaufen? Es war kein schöner Moment für mich selber, weil wir in Wuppertal gespielt haben und selber kein gutes Ergebnis hatten. Und deswegen war die Gefühlslage da sehr schlecht. Der Anruf kam dann ganz, ganz spät in der Nacht. Wir haben ja noch später gespielt. Und dann sollte ich am nächsten Tag hier hinkommen. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, groß überlegen braucht man dann natürlich nicht. Das ist jetzt die Zeit, die ich hier habe mit den Jungs. Das mache ich. Das ist eine Riesenerfahrung für mich. Und genauso gehe ich das aber an. Andi Ernst für Funke Sport stellt die nächste Frage. Wie bewertest du den Fitnesszustand insgesamt der Mannschaft? Erste Frage, zweite Frage, du hast den Kader ein bisschen verkleinert zu Beginn. Kannst du das noch kurz mal begründen? Ja, die erste Frage, Fitnesszustand zu bewerten innerhalb von einer Trainingswoche, das ist unmöglich. Aber das ist ein super funktionierendes Team. Die Athletiktrainer machen ihre Arbeit super. Die Werte waren genau so. Wir haben alles so gelassen wie bisher auch. Das heißt, dass die Jungs dann auch am Samstag frische Beine haben. Ja, und die Trainingsgruppe zu verkleinern war für mich ganz wichtig, dass wir mit den Jungs arbeiten, mit denen wir auch am Samstag in das Spiel gehen wollen. Natürlich fallen da jetzt noch drei Spieler raus, aber kleiner Kader, so dass man 11 gegen 11 spielt, aber nicht so viele Jungs dann hat, die noch irgendwo in Spielform dann draußen geparkt werden müssen. Wir haben jetzt auch insgesamt einen kleineren Staff natürlich. Und insgesamt wollte ich die ganze Power auf das Team, was am Samstag spielen kann. Und die Jungs, die dann zu U23 gegangen sind, mit Aris, Peter, Steve und wir fehlen noch.